Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zu einer neuen Folge Total War Pharao Dynasties mit dem guten Agamemnon. Ja, wir sind, kann man durchaus sagen, hier die beherrschende Macht in der Ägäis. Wir haben ein ganz schnuckliges, großes Inselreich mit ein paar, sie sind jetzt noch nicht enge Bündnispartner, aber auf jeden Fall mit ein paar Bros-Interessen, mit Agamemnon, wir haben Aeolien als Freunde und rollen hier gerade Knossos von hinten auf, damit wir die nächste Provinz dann unser eigen nennen können. Hier will Ephesos vermutlich mitmischen, aber das werden wir nicht zulassen. Don't stop now! Vorher drücke ich eher ein bisschen auf die Tube, bevor sich der noch eine Siedlung holt. Andererseits... Blödsinn. Wir brauchen auf jeden Fall diese Provinz Keftiu ist weitere 3 Punkte wert. Ja, aber den ganz kleinen Sieg, wenn es um die Hälfte vom kleinen Sieg geht, haben wir dann schon. Jo, passt. Also, die Runde war soweit durch. Jo, wir schauen direkt weiter. Ja, wir kriegen jetzt überall von aller Herren Fraktionen dauernd so kleine Deals, von wegen ein bisschen Bronze gegen Nahrung. Und haben jetzt eigentlich auch schon ein ganz schönes Nahrungseinkommen und verbessert natürlich auch die diplomatischen Beziehungen zu diesen Fraktionen. Von daher, ja, Lykien, warum nicht? Irgendjemanden müssten wir dann aber da doch noch schlucken, weil ich hätte ja die Idee oder den Plan, dass wir uns ein bisschen nach Hatti noch ausdehnen. Und momentan sind hier an der Küste alle Gegenden, die nicht von uns kontrolliert werden, sind in Freundeshand. Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja noch ein paar Konföderationen später. Lykien ist ja eine kleine Fraktion, habe ich ein Angespielt mit Lykien gemacht. Vielleicht kann man die ja auch konföderieren. Zu einem gewissen Zeitpunkt. My reputation grows. Der Lavagetas ist frei geworden. Behinder. Ja, das ist schon Hatti-Fraktion. Hof. The kingdom is at your mercy and you at mine. I shall keep reminding you. Wir könnten das natürlich unseren Verbündeten geben. Aeolien zum Beispiel. Die Position wird ja... Achso, das ist Ephesos. Die Position, jemand anderem als dem Liebling des Hofes zu geben, wird sicherlich für Aufregung sorgen und Emotionen wecken. Jemanden zu wählen, der kaum Beachtung genießt, wird mit Sicherheit seine tiefe Dankbarkeit hervorrufen und die bevorzugten Kandidaten erzürnen. Es könnte sich lohnen, wenn dadurch verhindert wird, dass einflussreiche Rivalen zu einer Bedrohung für den Thron werden. Knossos ist der Würdigste. Das glaube ich nicht, Tim. Das glaube ich nicht. Okay, dann lassen wir das nochmal frei für den Moment. Und widmen uns stattdessen anderen Geschäften. Den Unterhalt noch mal reduzieren. Everywhere the same. Mediocrity. Hier
Stabwache. Und hier in Velusa brauchen wir noch eine Runde. Dann können wir endlich die Zitadelle in Auftrag geben, wenn wir die 5 unbeschäftigten Arbeitskräfte haben. Arbeitskräfte, Arbeitskräfte, la-di-da. As you were. Wer bin denn du? That's beyond me. Ein Gegner. Okay. Wo ist... Der will noch Was hast du vor? I'll do it right. Wobei gut, mit einem Half-Stack wirst du uns nicht gefährlich. Also kann mir das eigentlich egal sein. Don't hold back. Okay, du brauchst noch eine Runde. Sei dir vergönnt. Stay with it, boys. I remain undaunted. Und du musst hier scheinbar ebenfalls vorbei, dass du zur Siedlung kannst. Born on the battlefield. Wobei das eigentlich noch kürzer wäre. Komm, du wasserst. Es ist eigentlich trotzdem kürzer, wenn wir das in der nächsten Runde hier machen, sonst müssten wir hier 2 Runden die Festung belagern. Some strife is inevitable. Und der rekrutiert, aber mit dem werden wir es dann ohnehin nochmal zu tun bekommen. Von daher soll er ruhig. Heed my will. Okay, du kannst... War das nicht... nicht Dynastie, sorry. Gegen Knossos ein Ziel. Ägäische Zwischenstation niederbrennen für 20 Dominanz. Fall upon them! Haben wir jetzt was gewinnt? Vielleicht in der nächsten Runde? Fragezeichen. Okay. Okay. Da war eine andere Zwischenstation gemeint. Okay, ich dachte, es wäre eine beliebige. Gut, macht nix. Greatness awaits me. Macht nix, macht nix, macht nix. Ja, dann... Undisputed power. Guck mal, Zilea. Take them down. So, das ist wieder alles Trash in der Verstärkungsarmee. Das ist wieder so eine Mittelklasse. Garnison. Und es wird die Streitwegen drauf gehen. Warum überrascht mich das nicht? Ach Gott. Jo, dann machen wir es halt eben selbst. Selbst ist der Anax, ne? Fortfahren. Gluthitze, das wollen wir nicht. Das wollen wir gerne. This should be a battle to remember. Ein bisschen Aussicht genießen. Wir haben eher viel zu oft die schwierigen Geschäfte von Krieg, Herrschaft und Macht. Da kann man sich ja gelegentlich auch mal ein bisschen Zeit nehmen, um sich Wasserfälle anzusehen. Warum nicht? Wenn wir es schon da haben. Und weil ja noch Sommer ist, so ein bisschen Badestimmung. Warum nicht ein bisschen planschen gehen? Ein bisschen Klippen springen für die Leute, die drauf stehen. Oder für die Leute, die noch mehr drauf stehen. Habe ich echt noch nie gemacht, Klippspringen. Ich wäre da irgendwie viel zu sehr der Schisser, dass hier im Wasser irgendwas ist, was man nicht sieht. Dann jumpt man von hier oben runter, yeah, und
dann macht es Platsch und irgendwas ist im Weg. Irgendwas anderes als Wasser. Ui. Sorry, so viel Zeit muss sein. Wenn es einen größeren Wasserfall gibt, dann müssen wir uns den auch noch ansehen. Ein bisschen Naturimpressionen in Total War. So viel Zeit nimmt man sich ja sonst nicht, ne? Okay, passt. Zurück zu den blutigen Geschäften, die vor uns liegen. Also, die Axttruppe. Die Speertruppe. Die Schwertis. Die Schleuderer. Raus. Blenke muss weg. Die Wegen. Na, das wollte ich nicht. Du kommst hier dazu, du kommst hier dazu. Wobei so notwendig ist das gar nicht. Das waren ja nur Tier 1 verstehen. Deckungen. Masters of War. Ja, wir warten ein bisschen. Das hatten wir kürzlich erst. Vorwärts. Ich hab Zeit, liebe Verstärkung. Kein Problem. Ich hab Zeit. Gut. Oder kommen die erst, wenn wir uns wegbewegen? So ein bisschen, dass man nicht immer campen kann. Ja, schauen wir da kurz. Geht's. Jo, die Wegen. Ich weiß nicht, ob ich da. Ja, doch, wir kommen darüber. Oder hier? Ja, geht's lieber hierher. Oder auch nicht. Bitte in die Tier 1 Truppen rein donnern. Wegen. Wegen. Ja, war okay. War okay. Absolut in Ordnung. Feuer, Feuer, Feuer. Hungry. Schwertkämpfer werden dran glauben dürfen. Du wartest noch einen Moment, Big Boss. Wenn der da vorbei will, bitte sehr. Hey. Komm weg. Nicht einkreisen lassen. So, jetzt kommt ihr da hinten hin.
Na, ballert's lieber noch etwas so. Gefolge dem Anax beistehen. Ihr schießt hier. Schleuderer. Xis. Gut. Passt, hier kommt es dazu. Aber bei den Neuen werden jetzt kein Problem mehr darstellen. Geht auch nicht. Na, stimmt, euch gibt es ja auch noch. Run in. So, ich glaube, beim nächsten Mal machen wir das ein bisschen anders und ich glaube, da komme ich mal absichtlich von der anderen Seite. Weil das wird ein bisschen... Es wird natürlich ein kleines bisschen... repetitiv mit der Zeit. Wobei gut, hier hätte es jetzt nicht so viel ausgemacht, weil seine... Also es war ja eigentlich eh schon gewonnen, bevor es richtig losgegangen ist. Hier hätte das nicht so viel ausgemacht, weil seine Festungsverstärkung ja eigentlich frisch wieder nur aus Tier 1 Trash besteht. Aber vielleicht könnten wir ihn einmal in die Stadt einrücken lassen, wenn er mal ein bisschen qualitativere Einheiten hat als nur Stufe 1. Um einmal das ein bisschen so im Hinterkopf zu behalten. Aber ich bin so die Art Spieler, ich tendiere ganz gern so automatisch ein bisschen dazu, wenn so eine Taktik einmal funktioniert, dass man nur bei dieser Taktik bleibt und die KI einfach wegbügelt und nicht überlegt, dass es anders auch gehen könnte. Das ist was, was mir erst relativ spät immer auffällt. Und bevor die Schlachten wirklich ein bisschen repetitiv werden, sollte man das einfach mal machen. Einfach der KI mal ein bisschen Chance geben, ne? Auch wenn sie dasselbe für uns, naja, auch tun würde. Hängt vermutlich von der Schwierigkeit ab. A great day for Mycenae. Besitzen. Add it to my territory. Vielleicht sollte man doch einmal auf schwer und schwer A natural spielen. Progression. Aber okay, das ist für diesen Run nicht mehr von Bedeutung. Ja, Blutbad Schwelker ist auch gut. Okay, dürfen wir... Achso, bei 27 erst, Blödsinn. Ja. Okay, jo. Noch mehr Verbesserungen. King Agamemnon. Und dann holen wir uns noch Perkote. Und Seleia, das Übliche. Hier Wachstum kommt raus. Sorry. Wir wollten ja die Zitadelle machen.
Okay, das kostet wiederum was, wenn wir das Instant bauen. Könnten wir uns eigentlich leisten, aber oh, muss jetzt nicht sein. Auf die paar Pünktchen kommt es jetzt nicht an. Eine Weinhalle. Ja. Okay, today. Und weiter. Das könnten wir uns ja vielleicht einmal mit schwer wirklich mal das aufheben für einen Run mit Priamos oder mit Babylon. Was möchtest du? Du möchtest den Nicht-Angriffspakt für Bronze. Ja, wollen wir das? Wollen wir das? Ja, komm, ist okay. Ein paar Freunde. Dann ist wenigstens garantiert, dass wir im Ägäisraum Ruhe haben und nicht von irgendwem hinterrücks angegriffen werden. Wobei, das hatten wir auch schon, dass die KI einen Nicht-Angriffspakt bricht. Ist so. In diesem Fall werden wir dann aber natürlich uns sträflichst und blutigst rächen. Garnison. Und ja, jetzt haben wir mittlerweile auch ein bisschen Holz. Undisputed power. Und du, lieber 54-jähriger Agamemnon, ja, ich würde sagen, du wartest noch eine Runde. Hier Seleia kriegt einen Schrein des Zeus. Wie schaut es denn hier außenposten technisch eigentlich aus? Na, lass das. Hau die Zwischenstation weg. Und gebäudetechnisch das Viehgehege. Naxos. Ja, die Zufriedenheit. Ich würde sagen, wir lassen das mal noch. Königliche Kaserne, ist in Ordnung. Nur, du darfst dich nicht bewegen in dieser Runde, du hast Pause. Viel Freude mit deiner Pause. So. Lassen wir das nochmal für den Moment. Supreme Warrior of the Aegean. Into the fray. Du greifst Festus an. Don't falter now. Ah ja, da ist ja ein bisschen was. Ein bisschen was Heftigeres. Vielleicht ja sogar so heftig, dass er den Ausfall wagt. Mir wird's gefallen. Don't stop now. Good. Massacre them. Bring their deaths. Dann ja, warten wir noch die eine Runde, ist okay. Stay with it, boys. Ist in Ordnung. Und wir schauen weiter. Schön ein Schritt nach dem anderen.
schön gemütlich über die KI drüber rutschen. Ah jo. Oder er rutscht über uns drüber, je nachdem. Okay, dann haben wir eine interessante Schlacht noch in dieser Folge. Ja, für den guten Menelaus hätten sich hier natürlich noch ein paar Elite-Einheiten angeboten. Jo, schauen wir. Schauen wir, was wir draus machen. Okay, ich würde sagen, das kann man durchgehen lassen. Dann hat die KI endlich mal ihren Verstärkungspunkt im Rücken. Und nicht hier bei uns, dass wir ihn abfangen könnten. Ich glaube, das kann man ja mal durchgehen lassen. Es ist eine etwas ausgeglichenere Schlacht. Wobei ich natürlich wieder mal nicht zustimmen kann der Stärkeabschätzung der KI. Ist, glaube ich, wieder ein bisschen nicht richtig. Gut, Menelaus. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir ihn mit Geschwindigkeit stellen können. Bevor sich die Armeen groß vereinigen können. Ein bisschen zurück. Das Wegelchen. Ah, das ist dieses Schlachtenlayout. Das hatten wir schon. Ich erinnere mich. Dieses Hornsignal hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir, schon gegnerische Einheiten sehen. Zurück. Komm, Angriff. Gut, 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 gut. Komm rein. No mercy. Markieren. Aus. Wie auch immer das gegangen ist, dass der da sie durchgemogelt hat. Aber gut. Ich gratuliere ihm dazu. Zur Belohnung dafür, für diese Leistung wird er gesandwiched. Randa. Und los geht's. Gut. Sandwichen, du Speerträger. Hier haben wir einen General. Oh, sogar einen Bogengeneral. Du kannst hier noch flankieren. Wieder. Los!
Die bewegen kommen mal raus da. Das werden die vermutlich sonst nicht überstehen. Ist der weg? Nein, aber gleich. In der Klapp. In der Klapp. Komm. Ja, gut, 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 gut. Zu voreilig, zu voreilig. Wenn es noch ein paar Bogenträger gibt, dann können wir das noch nicht machen. Sons of a killer! Masters of war! Eigentlich sollt ihr abhauen. Okay, tu dir. Herzlichen Dank. Sling legt sie weg. Okay, die Bergbewohner wanken sogar. Auf den Gen. Awaiting orders. Komm. Destroy the foe. Auf den Genovic. Springs prepared. Springs away. Fokusfeuer. Nicht aus. Du musst dazu. Ich dachte, ich hätte dir auch schon den Befehl dazu gegeben. Aber vielleicht bist du ja mal wieder stehen geblieben. Was war's mal? Ja gut, die sind keine Gefahr. Stattdessen ins Zentrum. Bäh. Muss jetzt hier. Ist jetzt da drüben. Attacker! Gut, der ist weg. Clubs. No mercy. Ihr bitte auf die. Axes. Defeat is looming. Und dann sollte sich das in kürzester Kürze in Wohlgefallen auflösen. Sobald sein Gen weg ist. Spätestens dann. Wreak havoc! Pull out! Pull out! Hol da! Ja. Wank, ein Wank, welch ein Dank. Ja, der hat noch ordentlich Leibwachen. Combat ready! Warriors pride! Ja, passt schon. The men are fleeing battle! Sollte gleich. Ihr könnt es eigentlich nur ein bisschen verfolgen. Spricht gar nichts dagegen. Schießt die weg. Gut, die hauen ab. Sei ihnen gegönnt. Nix retweet. Nix retweet. Ins Zentrum. Ins Zentrum. Ins Zentrum. Auf den guten Chen. Damit wir die Geschichte endlich haben spielen.
Irgendwas ist gerade verreckt. Ja, eine Einheit Schleuderer ist geflogen. Ist geflieht. Ja, komm, ein bisschen schneller. Da wird gewankt. Gut, gut. Dann auf die, die sind ein bisschen näher. Und da haben wir es. Okay, ja. Ausknipsen. Ja, a well-deserved victory, genau das. Und ich hätte bitte gerne noch den Kandalus erwischt. Yep, gut. Und noch Einheiten aufreiben. Zumindest die da. Die waren ja Tier 4, sprich, wenn die weg sind, schmerzt es. Das tut dann ein bisschen weh. Vermutlich unsere. Ja, egal. Passt schon. Ja, als kadmeischen Sieg würde ich das jetzt nicht bezeichnen, liebes Spiel. Danke für deinen Optimismus, liebes Spiel. Aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut, aber gut, aber gut. Einheitenversteckung. Very good. Very good. Ah, der haut jetzt ab. Okay. Ja, dann will der vermutlich irgendwas Böses. Wieder irgendeine Siedlung raiden oder sowas. Hm. Jetzt ist der Lavagetas geworden. Mit Level 1. Prove your worth. Prove your valor. Alles klar. We won. Wir sitzen. We shall hold this. Gut. Juhu. Neue Bronze und so. Weil wir ja so wenig Bronze haben, ne? Weil wir ja so wenig davon haben. Geht das jetzt? Okay, es geht nicht. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Vorher machen wir noch ein bisschen, ja, ein bisschen Siedlungsmanagement können wir noch machen. Ja, das Anwesen. Du. Erst einmal hier. King Agamemnon. Oh. Rebellen. Heading off. Wollen wir draufbügeln auf die Rebellen? Eigentlich könnten wir die Rebellen den Job erledigen lassen. Egal, das überlegen wir uns dann in der nächsten Folge. Genau, dann bau hier noch den regionalen Verwaltungspalast. Und die Kykladen können genauso bleiben, wie sie sind. Das können wir instant bauen. Für wieder ein bisschen Nahrung mehr dazu.
Da plündert jemand. Nur Stärke zählt. Ja, viel Spaß, du hast aber nicht viel Chance. Das Leben ist ungerecht. Genau wie ich. Ja, bleiben wir mal dabei. Menelaos, ein Level up. Ja, Bewegung auf See ist gut. Weil irgendwer von euch sollte dem Kerl folgen. I cannot do that. Don't hold back. Kill the lot. Deswegen sollte man das hier diese Runde machen, damit wir in nächste Runde einfach verfolgen können. Ja, das schauen wir in der nächsten Folge. So finish them. Das schauen wir dann in der nächsten Folge. Okay, dann geht eine sehr erfolgreiche Aufnahmesession zu Ende, was mich heute betrifft. Speer ist gut. Ui. Trockenfisch. Nahrungsunterhalt. Ja, Trockenfisch. Bitte sehr. Können wir eigentlich, wenn wir schon beim Thema Trades oder Objekte sind. Bow to your one axe. Könntest du eigentlich auch nehmen? Minoische Töpfer waren. Bestickter Chiton, Nahkampfabwehr plus 3. Bitte sehr. Die ägäische Liebschaft und die ägyptische Liebschaft. Ja, du hast das. Alles klar. Gut. Ja, passt. Dann belassen wir es für die heutige Folge dabei. Was wird man hier machen? Ja, macht noch so ein Schrein des Apollon. Und jo, was sagt die Bestrebung? Ah, zwei Schlachten noch für 15 Runden, das kriegt man auf jeden Fall hin. Dafür gibt es plus 2 Siegpunkte, das passt. Okay, dann... Es läuft höchst gut, höchst vielversprechend. Ich bin gespannt, ob die Seevölker, ob es da noch irgendwie was gibt in der nächsten Zeit, weil bei Ramses war ja die Invasion der Seevölker überleben auch eine Großtat der Herrschaft, die Siegpunkte gebracht hat. Stimmt, da war es ja so, dass da die Wellen gekommen sind, dass da die Jäger, die Shekelesh und so weiter aufgefahren sind. Und wenn die weg waren, sind die Nächsten gekommen. Also ob sie da nochmal was tut, ob man da nochmal mit einem Einfall von Seevölkern zu tun haben. Jo, wird spannend. Ich hoffe es fast, weil dann kommt ein bisschen mehr und ein bisschen neue Spannung in die ganze Geschichte rein. Aber das ist eine Frage für die künftigen Folgen. Für den Moment verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.